Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Pure White. Das letzte Mal haben wir den Turm ein bisschen gemacht und jetzt machen wir den Turm weiter. Tadam. Gut. Irgendwas hat er mit Farfetch gesagt, Nintendo. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er wahrscheinlich keins. Macht Sinn. Madin ist vorne, Madin wird sterben, das wissen wir jetzt schon. Damit wir das Madin aber nicht antun, werden wir Madin rauswechseln und schicken wahrscheinlich jetzt einmal kurz mal. Was macht dieses Hundi-Dingens? Ich hoffe, eine Normalattacke. Jetzt kommt Wild Charge. Ne, Takedown, gut. Das ist nice. Denn da machen wir jetzt Acrobatics. Und dann sollte das noch 2 Hits down sein. Ja. Ja! Ja! Oh mein Gott, zum Glück hat er nicht getroffen. Sauber. Geil. Das war gut. Okay, ein Level-Up für Madin hätte es ja schon geben können. Okay, ich will jetzt zu viel. Und ein Revive ist immer gut. Du auch noch. Ich glaube, wir nähern uns jetzt auch langsam dem Ende vom Turm. Swoobet. Oh je. Oh je. Ich wünschte, ich hätte noch Night Slash. Ich hätte es einfach behalten sollen. Habe ich nicht. Und er kann immer noch Cut. Und das regt mich auf. Oh, du bist einfach so langsam. Oh, Madin, ey. Oh, du machst mir so Sorgen. Mein kleines Sorgenkind, du. Tammy. Der kann zwar Luftschnitt, aber ich hoffe einfach mal nicht, dass er das jetzt macht. Natürlich kriege ich den Drop. Aber sowas von den Drop. Ach, Mann. Oh, Tammy, nein. Oh, das war kein Crit. Krass. Rastet der aus. Heftig. Gut. Ich wollte nicht Hummingbird schicken, weil dann wäre die Gefahr zu groß gewesen, dass er unter die Hälfte kommt und dann aktiviert sich ja seine behinderte Fähigkeit, die ich über alles hasse. Wirklich. Boah, das ist schon Level 49. Boah. Und ein bisschen EP für Madin. Und ich werde den jetzt auch wieder nach vorne schicken. Da unten ist diese Heilschlampe, von daher ist es voll egal, ob meine Pokémon jetzt leiden oder nicht. Soll ich es versuchen? Ich traue mich nicht, Madin. Bitte lass mich nicht im Stich, ja? Crit, crit. Boah, gar nichts. Boah, alles. Och, nee, komm schon. Hast mich enttäuscht. Egal. Wenn dieses Simsalam mit Spukball kommt, dann weiß ich, was ich an dir habe. Oder von dir habe, keine Ahnung. Ich glaube an dir, ne? Ach, weiß nicht. Cassandra. Ja, Cassandra, du hast Madin leider das Leben wieder zur Hölle gemacht. Aber das macht nichts. Denn hier unten steht jemand, der mich sehr gerne wieder empfängt. Natürlich das Vieh hier nicht. Aber natürlich die Heiltussi. Los, lauf! Danke. Immer wieder gern. Nope. Gut, und auch keine wilden Pokémon, das ist immer schön. Na, natürlich kommt jetzt eins. Oh, schau wieder die Snow-Nameling. Ellie Jim. So. Und wisst ihr, woran ich auch voll Spaß hatte? Es gibt ja... Mein Gott. Ey, manchmal frage ich mich echt, wie blöd ich bin. Ach, ne. Ohne Scheiß, wie blöd ich bin, ey. Weil, ne, ich sehe doch eigentlich schon, dass da unten der Eingang ist und ich gehe trotzdem hier oben lang, weil ich denke, ich kann mich an dem Trainer vorbeiquetschen. Ah, nein, nicht schon wieder. Egal, du besiegst jetzt auch mal ein paar Pokémon. Bist der Held des Tages, Madin. Ne, kann ich wirklich nicht. Was wollte ich gerade sagen? Ah ja, was mir auch Spaß gemacht hat, und zwar, konnte man ja in Pokémon Black and White 2 ends Pokémon fangen. Und das hat mir Spaß gemacht. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ich weiß nicht, habt ihr das auch gespielt? Wie fandet ihr das so? Also ich fand das ziemlich cool eigentlich, die erstmal zu suchen. Natürlich habe ich im Internet geguckt. Und dann habe ich alle Pokémon gesucht. Und als es dann kam, dieses Tschung, das hat ja dann so grün geglänzt. Da habe ich mich immer voll gefreut und dann habe ich das versucht zu fangen. Und ich habe auch die ganze Bock. Also ich habe alle Pokémon von N gefangen. Hat wirklich Spaß gemacht, fand ich. Also ich finde, das könnten die ruhig wieder einbauen. Das war auch eine schöne Idee. So von damals mit Enden. Oh mein Gott. Also, weiß ich nicht. Gerne. Gerne wieder.
Aber ich denke mal eh nicht, genauso wenig wie jemals das Pokémon laufend hinter dir her Dingens wiederkommen wird. Nie wieder. Eigentlich wollten die das ja hier einbauen. In Black and White 2. Wollten die das eigentlich eingebaut haben mit den Pokémon. Da gab's sogar, also da gibt's sogar Daten für. Also von allen Pokémon gibt es Daten im Spiel, die man herstellen kann. Und dann mit ein bisschen Können kann man die dann hinterher, also hinter sich herlaufen lassen. Das ist ziemlich cool. Als ich das gesehen habe, ich so, boah, geil. Stingens, gibt es Videos auf YouTube von. Sieht ziemlich cool aus. Schade, dass sie es nicht gemacht haben. Aber naja. So, und jetzt sind wir endlich an der Turmspitze. Waren die wahrscheinlich zu faul oder so für. Finde ich sehr schade. Ja, jetzt kann ich in deine Arena. Danke. Das freut mich jetzt richtig. Weil jetzt können wir buttrapen, bis die Sonne scheint. Mit Tammy fliegen wir jetzt einmal dahin. Weil ich laufe doch nicht. Hallo? Bitte? So. Krass. Gut. Ging fix. Dann heilen wir jetzt kurz, weil wieder ein paar unserer Pokémon gelitten haben. Wie jedes Mal. Wir mussten diesmal sogar keinen Trainer auslassen, außer den einen da halt von vor 2-3 Parts. Das ist gut. Dann gehen wir jetzt auch da mal direkt rein. Wir sind eigentlich ein paar... Nee, Aeroas will ich eigentlich nicht. Nee, dann lassen wir es einfach liegen. Das liegt hier irgendwo. Versteckt, glaube ich, oder ich weiß nicht. Ich bin gerade im Überlegen, Madin vorne zu lassen, wäre ziemlich behindert. Aber ich kann es mal versuchen. Hunter lassen wir allerdings nicht vorne. Da schicken wir Hummingbird nach vorne und Regi. Weil, ja, ne? Ist einleuchtend. Hunter kommt dann als so und Buzzy und Tammy sind ja leider fluganfällig sogar. Deswegen lassen wir das mal. Aber ich mache mir keine Sorgen, dass wir die Arena hier nicht schaffen. Also ich wäre sehr schockiert, wenn wir das nicht, wenn wir es nicht schaffen würden. Weil, ja, weiß ich nicht. Und hier, ne? Ohne Scheiß damals hier. Ich so, hä? Wo muss ich hin? Hä? Bis ich irgendwann mal gescheckt habe, dass man hier wieder rein muss. Ne? Also es hat wirklich gedauert. Aber naja. Ich war nicht die Einzige. Von daher passt das schon. So, jetzt wieder ein bisschen Speed reinmachen hier, damit das... So, nice. Level 50, wie ich es mir gedacht habe. Geil. Geil. Also Madin, ich glaube nicht, dass du da noch viel machen kannst. Ich glaube, dass du jetzt stirbst. Oh! Oh mein Gott! Oh, was? Ich glaube, du schaffst jetzt... Du schaffst das Pokémon sogar. Oh, krasser Shit! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Nein. Ach du Kacke. Heftig, bin gerade richtig geschockt. Naja, gut. Schicken wir jetzt Regi. Ich hoffe, der macht auch Klingensturm. Das wäre sehr nice. Nein, macht er natürlich nicht. Aber es macht auch nichts, weil wir jetzt Elektroball machen. Auch wenn du wahrscheinlich voll schnell bist und dir das gar nichts mehr abziehen wird. Nee, geht eigentlich. Das ist jetzt natürlich sehr blöd. Ich hoffe, Regi trifft trotzdem. Bitte, Schatz. Nein, okay. Boah. Komm schon, jetzt aber. Scheiß auf die Verwirrung. Dankeschön. So, weg ist es. Ich sehe schon, ey, ich sehe schon. Ich glaube, diesmal muss ich echt ein bisschen leveln. Aber nur ein bisschen. Weil Level 50, dann hat die Arena-Leiter so 52, 53, 54. Vielleicht sogar 55, ich weiß es nicht. Aber um den Dreh. Ja, ja, definitiv. Locker. Ich würde mal sagen, Madin, mach's gut. Hau rein. Boah, Brave Bird, ey, übertreibt das Ding vollkommen. Rastet das richtig aus, ey. Okay. Bitte One-Hit. Nee, glaube ich nicht. Scheiße. Ist bestimmt zu schnell. Nein, ist ein One-Hit. Nice. Ist ja vielfach schwächer, aber trotzdem. Okay, fuck. Wall Switch. Tja, du hast noch keinen Schaden genommen, von daher. Zack. Wenn es jetzt in Endeavor macht, ist es natürlich total behindert. Deswegen schicke ich mal Tammy. Die kann sowieso nichts machen. Und mal Body Slam. Nee, mach Psychic. Du bist auch ein Kackvieh, ne? Ey, mein Gott. Egal, ist tot. Regi noch ein Level up.
Obwohl geht, wir sind Level 47. So schlimm ist das eigentlich gar nicht. Vielleicht schaffen wir noch einen Trainer. Mit den angeschlagenen Pokémon. Da müssen wir heilen gehen. Denke ich. Leider. So, Pelipper. Das ist nice. Ja, das ist gut. Soll schon One-Hit sein. Komm schon. Doch, Vierfachschwäche. Komm, One-Hit. Ja. So, und dann krieg ich, keine Ahnung. Hummingbird. Weil die beiden sind einfach meine MVPs. Ach, jetzt konnte ich nochmal entscheiden, ob ich switchen will. Aber ich bleib draußen. Mach Crunch. Hätte mich jetzt echt mal interessiert, ob Dings ein One-Hit gewesen wäre. Hier, Rock Throw. Wegen Stab und sehr effektiv und so. Keine Ahnung. Aber ist ja eh tot. Von daher interessiert das nicht. Wir machen weiter. Zack. Sollten auch nicht mehr viele Trainer sein. Ach nee. Ja, ja, ich bin falsch. Ja, ich weiß. Ich weiß, wo mein Fehler war, Leute. Da habe ich auch früher voll lange gebraucht. Weil ich das hier unten nicht gesehen habe. So. Eieiei. So. Und dann zack. Voll unnötig, ey. Da hätten die auch einfach einen normalen Weg dahin machen können. Aber naja. Gut, musste ja so sein. Noch zwei Trainer, ja. Und dann haben wir es ja auch geschafft. Dann sind wir bei der Arenaleiterin. Vor der ich echt Angst habe. Mittlerweile, irgendwie. Wir haben zwar... Och, Swagger. Das ist nicht schön. Schatz, du musst treffen, sonst bist du down. Gott, nice. Wir haben zwar hier Regi und Hummingbird, aber so wirklich das Gelbe vom Eis hat ja nicht, ne? Ich mache halt sogar Acrobatics mit dem Dingens, dass ich ja mich selbst verletze. Naja, wir hatten Swagger drauf, deswegen wäre das ganz cool gewesen. Wenn wir getroffen hätten, haben wir aber nicht. Naja, Rock Throw. Und das lebt noch. Damit habe ich nicht gerechnet, aber gut. Nochmal. Und down. Und noch ein Pokémon. Ups, das wusste ich nicht. Oh, geil, Taubos. Leute, Taubos ist so toll. Ich mag Taubos voll. Taubos ist cooler als Ibitak, finde ich. Auch wenn viele das nicht so sehen, weil das nicht Drillpack kann und so eine Scheiße. Aber das ist mir voll egal. Ach ja. So, Level 50 Farming Bird. Er nähert sich langsam dem Standard hier. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt den letzten Trainer nur mit Hummingbird machen soll oder ob ich Regi extra wieder beleben soll. Meint ihr, ich kann einen Revive opfern? Ja, komm, einen kann ich opfern. Aber ich mache keine. Ich tue keine Super Potion drauf. Das ist mir dann zu schade. Gut. Oder ist da noch ein Trainer? Ey, nee, oder? Ich meine nicht. Ich meine nicht. Ich weiß nicht mehr. Egal. Fuck, das ist schneller. Krass. Heftig. Gut, dass ich keinen Elektroball gemacht habe. Ich hab's schon kommen sehen. Hoffentlich hat die Arenaleiter nicht so ein Kackvieh, ey. Ich mag das voll nicht leiden. Naja, da du speziell angreifst, schicke ich mal Hunter raus. Pff, Heatwave. Okay, dumm. Dumm! Zack und down. Ich glaube, Hunter kann ich bei denen echt gut schicken. Natürlich kommt jetzt ein Tropius. Leute, was denke ich eigentlich? Hallo, natürlich. Oh, fuck, man. Ich glaube, ich schicke Buzzy. Viel kann das nicht gegen mich machen, außer es macht eine Flugattacke. Nee. Natürlich bin ich aber paralysiert jetzt. Oh, nein, ey. Komm, Bugbuzz, triff bitte. Buzzy, bitte. Danke. Und down. Oder auch nicht. Weil das ja nicht sehr effektiv ist, weil es auch noch vom Typ Flug ist. Ha, ich wieder. Aber jetzt sollte es down sein. Ja. Gut, Buzzy. Hast deinen Job gut gemacht. Jetzt kommt noch eins rein. Da schicke ich jetzt Hunter rein. Und weh, es ist ein pflanzte Flugdingen oder so. Nee, Golbert. Golbert ist nicht so geil. Ah, die hat mich... Boah. Bestimmt ein X-Bud. Nee, Hunter muss sterben. Du musst sterben. Ein X-Bud. Das ist auf jeden Fall schneller als ich. Ich glaube, das wird gar nicht so einfach, wie ich mir eigentlich dachte. Weil eigentlich hatte ich keine Angst vor der Arena. So gar nicht. Aber mittlerweile... Das kommt jetzt so ein bisschen. Auch wenn der Arnold hat mich so ein bisschen geraped, ne? Oh, das ist jetzt auch so unnötig. Oh, Mann.
Ja, toll. Und jetzt bin ich da und jetzt muss ich eh wieder zurück. Weil ich mich heilen muss und dann bin ich gegen die Wand geklatscht. Ja, schöner Effekt. Jetzt lass mich da rein! Ach, so. Jetzt muss ich dich leider da stehen lassen, weil meine Pokémon sehr, 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 sehr fertig aussehen. Nur so ein bisschen. So. Ja, da hat's kurz gelegt. Boah, krass. Oh, und da nochmal. Oh, ich kämpfe mich durch die Lags. Ich weiß nicht, warum das so ist. Manchmal ist das leider so. Aber das stört dich ja nicht. Nö. Früher war das viel, viel schlimmer bei meinen BW-Parts. Boah! Ey, ich wette, ihr habt mit. Boah, die meisten hätten mich so zusammengeschissen. Das ist so krass, weil heute wird man ja schon fürs Leveln zusammengeschissen, was früher selbstverständlich war. Boah, Alter, ich glaube, boah, nee. Ich wäre sowas von gehatet worden mit meinem alten BW-Projekt. Oh, naja. Ist ja eh nicht mehr da. No, leider. Naja. Egal. Zack, ja, bam. Los, rein da. Mit deinem Popo. Wollen noch zur Arenaleiterin. Hopp. Beeil dich. Renn. Speed, Speed. Deswegen sieht das immer so laggy aus. Also es laggt nicht wirklich. Ach. Come on. Ein bisschen faster und ich habe schon wieder den Fehler gemacht. Ich immer wieder. Immer wieder passiert mir das. I'm sorry. So, jetzt hier ein bisschen schneller. Und da lang. Weil es ja so nötig ist. Und dann so. Zack. Und dann jetzt hier durch die Ringe. Ach ja. Schön, oder? Haben sie sich wirklich was Tolles einfallen lassen. Ich finde, wenn man einmal beim Arenaleiter war, dann hätte man echt so eine Shortcut machen können, die man dann unlockt, damit man kurz heilen gehen kann. Aber was erwarte ich eigentlich? Hallo? Gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Wir machen die Arenaleiterin beim nächsten Part. Was dachtet ihr denn? Ich werde alles so lassen, denke ich mal. Ich lasse Madina als Opfer vorne, um zu gucken, was sie einsetzt. Oder schicke einfach mal Fake Basi nach vorne. Wegen Schlafpuder. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin.